Moin Moin Kinder und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Meine Hunde haben immer noch Hunger. Dabei habe ich schon so viele Tiere abgeschlachtet. Ne, wir haben gerade ein bisschen gepaint gehabt. Und sind gerade aufgestanden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin von. Also ich bin irgendwie von da gekommen. Ich werde wahrscheinlich wieder so einigermaßen zurückrudern müssen. Aber ehrlich gesagt, hier großartig übers Meer zu fahren, ist für mich eher so die letzte Wahl. Na komm, da können wir auch einmal rüber schwimmen. Oder schwimmen wir gleich hier rüber, so. Ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Oder was ihr denkt, ne? Ich bin dumm. Okay, ich weiß nicht, ich bin mir auch gar nicht so super sicher, ob ich vielleicht einfach mich bei der Dschungelsuche total blöd anstelle. Ich meine, vielleicht gibt es wirklich nur ein paar ausgewählte Biome, neben denen überhaupt ein Dschungel spawnen kann. Und ich verfolge die halt nicht weiter, weil, also ich kann es euch nicht sagen, früher war es halt, ihr wisst das ja, ne? Früher war das ja halt doch relativ random gewesen. Da konntet ihr wirklich überall auf jedes Biom irgendwie stoßen. Mittlerweile ist das schon ein bisschen anders. Wir haben zwar glücklicherweise in dieser Welt auch einige eher ungewöhnliche Biome gefunden, die man so eher nicht sieht. Dennoch, oh, was ist denn hier? Holy shit, geht das tief runter. Aufpassen, Hundis, da wollen wir nicht rein. Sieht doch irgendwie so aus, als würde es wieder dämmern, aber das ist wahrscheinlich nur Einbildung. Da steht sogar so ein Creeper einfach so ganz alleine rum in seiner verdammten Höhle. Boah. Ich hasse Creeper. Wie ich wahrscheinlich schon tausendmal gesagt habe. Ja, komm weg damit. Oh, das sind doch wieder nur Wälder. Das ist doch einfach zum Kotzen, ja. Keine Sorge, Jungs. Sobald wir vielleicht ein bisschen freundlichere Gefilde finden. Gibt's auch wieder ein bisschen Futter. Das ist doch der letzte Shit, ey. Hier kann man echt immer nur durchs Wasser. Na gut, machen wir das. Gar kein Problem. Ich habe euch schon vor ein paar Folgen mal mich so ein bisschen gefragt, was man machen kann, wenn man dann im Dschungel ist. Ich würde schon ganz gern was bauen. Muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass ich dann für immer dort bleibe. Oh, hier ist wieder die eine Klippe. Ich frage mich aber, ob das die eine ist, bei der ich das eine Mal geflohen bin. Okay, also da ist definitiv einer gestorben. Ja, läuft bei euch. Okay, Freunde, das ist gefährlich hier. Ey, hier war ich doch hundertprozentig schon. Ich checke mal nicht, was die für einen Schaden bekommen, ey. Wird wahrscheinlich fallen die da irgendwo runter. Werden sie mir so hinterher glitschen. Ach, Kinas, irgendwie. Das sind doch um einiges weniger Wölfe, als ich vorhatte. Wir sind ständig am Rumwinseln und du hörst ständig, dass sie irgendwo runterfallen und sich wehtun. Und sie sind ab und zu mal eine Rauchwolke und weißt, okay, jetzt ist wieder einer gestorben. Das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben! Oh, Schweine. Die töten wir jetzt einfach mal alle. Sind aber leider nur 5, wie es ausschaut. Und wir werden noch. Sag es bitte nicht, dass ich das.
Ich bin gerade echt ein bisschen. Ein ganz klein bisschen verärgert. Das ist jetzt nur ein kleiner Zwischenstopp. Stopp. So, du kriegst eins, du kriegst eins, du kriegst eins, du kriegst eins. Du hast gar keins gebraucht, toll. Du hast auch keins gebraucht, toll. Du und du. Okay. Wenigstens mal so eine kleine Snackpause, ne? Das muss man sich ja mal gönnen. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, was das vorhin in der letzten Folge, ist es, glaube ich, auf solchen Reisen immer ein bisschen kontraproduktiv, halt zu viele Hunde mitzunehmen. Danke, Antivirusprogramm. So. Ich glaube, mit so 2, 3, 4 ist man vielleicht ein bisschen besser beraten. Wie viele haben wir eigentlich mittlerweile? So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 11, mein Baby? Immer noch relativ viele, ne? Ich glaube, so viele haben wir gar nicht verloren, ne? Also, wir haben sicherlich, mit sicherlich einige verloren, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass die Verluste höher ausfallen. Oh, ich kann auch gerade wieder richtig gut reden. Ihr Kinder, das wisst ihr was? Ich glaube, das ist alles hier so ein Shit, wo wir schon mal waren. Ich glaube, ich werde wieder das Boot auspacken müssen. In der Hoffnung, dass meine Hunde mir hinterherkommen. Keine Ahnung, ob das so längerfristig in der Reise überhaupt möglich ist. Ansonsten, meine Lieben, macht es gut, aber hier rumzulatschen, das bringt mir nichts. Da komme ich einfach nicht weiter. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Wir können ja mal versuchen, immer so ein bisschen am Land vorbeizuschippern. Mal gucken, ob die dann da irgendwie respawnen. Tatsächlich. Vielleicht nur, wenn die Strecke zu weit ist, tun sie es nicht. Ich kann es halt echt nicht beurteilen. Aber ich muss halt auf jeden Fall irgendwie weiterkommen und so wird das nix. Interessant, das ist eine Pyramide. Wir können gleich mal gucken, ob das die ist, die ich schon ausgeräumt habe. Aber falls ja, bin ich ein bisschen pissed. Aber dann ist das halt so. Ja, meine Hundis sind wohl nicht mitgekommen. Aber vielleicht werde ich sie irgendwann wiedersehen. So wie in meiner zweiten Season. Ich glaube, das war die zweite. Ach, das war schade. Ja, das ist auch noch so ein Problem, ne? Wenn ihr halt auf großen Reisen seid. Ich meine, wenn ihr Tiere mitnehmt, ist es halt immer ist halt immer schwierig. Oh, ich war hier tatsächlich noch nicht. Okay, warte mal, da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Habe ich Sand dabei? 7. Das reicht nie im Leben. Aber das ist kein Problem. Da können wir uns doch wieder ein bisschen was holen. Lustigerweise können wir uns dann auch wieder ein paar Knochen holen. Wodurch ich mir wieder ein paar Hunde holen könnte. Aber diesmal, wie gesagt, ein paar weniger wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, gehen wir aber einmal hier durch. Ich habe auch wieder ein bisschen wenig Fackeln, muss ich sagen. Da muss doch einfach mehr drin sein. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dass hier irgend so ein Hurensohn spawnt. Okay, buh, wer ist noch hier? Verschwindet, ihr jämmerlichen Gegner. Und dann fuhlen wir auf. Ach, guck mal, das reicht schon. Reichen sogar schon 11 dafür, das ist ja interessant. Blub, 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 blub.
Eisen, Gold, Knochen. Schusssicher. Vier auch noch. Also erstmal. Die scheiß Druckplatte kannst du auch behalten. So, die nehmen wir mal mit. Ein Buch ist sicherlich nicht verkehrt. Guck mal, ich habe auch sogar noch ein paar Äpfel dabei. Und 1000 verschiedene Holzsorten. Ja gut, so viel Dreck brauche ich auch nicht. Ich hätte sogar noch ein paar Knochen gehabt. Oder habe ich die gerade eingesammelt? Wahrscheinlich habe ich die gerade eingesammelt. Ich kleiner Dödel. Okay, das ist doch jetzt schon mal ein bisschen aufgeräumter. Also das, das. Oh, Smaragde. Auch mal ein seltenes Vergnügen. Ja gut, aber ich glaube, eine Diamantpferderüstung reicht. Obwohl, solange wir Platz haben, können wir die ja noch. Können wir den ja noch nutzen. Kackmist, ich bin an der falschen Seite hochgeklettert. Naja, ist ja egal. Das ist voll die schöne Konstruktion, die ich hier mache. Ich bin auch begeistert. Das könnt ihr mir glauben. Sag jetzt bitte nicht, dass es draußen dunkel ist. Das kann ich mir doch nur einbilden. Ganz ehrlich, wie ist es so schnell dunkel geworden draußen? Ich war doch gar nicht lange hier drin. Alter Schwede, ey. Oh, Skelett, nein, danke. Ja, ich glaube, wir gehen auch in die Richtung. Das klingt für mich gut. Warum, in der Wüste ist immer ein bisschen trügerisch, ne? Du weißt halt nicht, ist es jetzt ein Creeper oder ein Kaktus, ne? Vor allem mit dem Texture Pack hier. Aber gut. Spinne, Skelett. Ich laufe jetzt einfach. Boah, da hatte ich schon wieder so einen Hoffnungsschimmer, aber nee, das war so eine scheiße Wanne. Ganz im Ernst, man würde wirklich meinen, dass gerade so in der Nähe von Wüsten und Savannen vielleicht auch ein Dschungel wäre, aber nein. Wisst ihr nämlich, was immer in der Nähe von Wüsten und Savannen ist? Noch mehr Wüsten und noch mehr Savannen. Das habe ich ja leider auf die harte Tour lernen müssen in unserer ersten Season. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Spinne angegriffen habe. Nicht, dass sie irgendwas hat, was mir jetzt helfen könnte. Nachher brauche ich ihre Augen, wenn ich mal irgendwie Tränke oder so machen will. Mini-Zombie. Und weg. Und weg. Oh nein. Da wäre ich fast reingesprungen, ne? Oh! Oh! Oh no! Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Das ist auch eine sehr... Wie soll ich sagen, abgrundreiche Welt irgendwie. Also man muss wirklich tatsächlich immer sehr aufpassen, dass man nicht halt in irgendwelche Abgründe springt. Versehentlich natürlich. Ich meine, so eine Sachen wie Federfall oder sowas. Wäre auf dieser Karte vielleicht sogar eine richtig gute Investition. Aber hey, das ist nur meine Meinung. Okay, das Gute ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier alles neues Gebiet ist. Also von daher haben wir zumindest dieses im Kreislaufen so ein bisschen vermieden. Auch wenn es mir natürlich wieder gar nicht gefällt, dass ich hier durch die Nacht renne. Aber wenn man sagen muss, dass gerade so ein Gelände wie Wüste eigentlich für solche Nachtwanderungen recht praktisch ist. Man kann die Gegner ganz gut ausweichen. Und die Gegner sind halt auch gut sichtbar, so dass es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass sich einer an dich anschleicht. Oder dich irgendwo von der Seite anspringt, ohne dass du es weißt. Also wie gesagt, da war die letzte Nacht, die ich aufgeblieben bin in diesem Spiel, doch mal einiges verheerender. Aber gerade bei diesen dichten Wäldern ist das immer ein bisschen ungünstig. Aber gut. Wir haben ja auch das überstanden. Ich find's nur ein bisschen schade, dass meine Hunde jetzt... Nein, danke, Endermann.
Dich muss ich nicht anschauen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass meine Hunde weg sind, ehrlich gesagt. Ich meine, ich gebe zu, sie waren stellenweise schon etwas anstrengend. Weil man sich ja schon irgendwie um sie kümmern wollte. Ich meine, ich weiß, es sind virtuelle Tierchen, aber ich meine, trotzdem waren sie irgendwie sowas wie meine Haustiere hier in diesem Spiel und. Boah, das sieht geil aus. Du verdammtes Skelett, ey, lass mich doch mal einfach die Aussicht genießen. Ich weiß, es ist nachts und das ist genau deine Zeit. Du bist richtig schön nachtaktiv. Ein Partygänger, ja klar, verstehe ich total. Aber wenn ich mir hier diesen geilen Berg da hinten ansehe, dann kannst du doch auch mal fünfe gerade sein lassen. Einfach mal ein bisschen entspannt sein. Ne? Du weißt ja, was man sagt, ne? Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Das trifft wahrscheinlich auf dich total zu. Jetzt wieder mit kleinen Schritten hier hoch. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich keinen Bock hätte, jetzt ein Pferd oder sowas mitzunehmen. Ich meine, wie kacke ist das denn, wenn ich dann weiß, okay, ich muss irgendwann. Warum bin ich nicht gesprintet? Gesprintet? Warum sprintete ich nicht? Nein, weil es ist wirklich, ihr seid mit dem Pferd oder mit dem Esel oder was auch immer unterwegs und dann kommt ihr an eine Stelle, wo ihr halt nur weiterkommt, wenn ihr halt übers Meer schippert und das könnt ihr mit so einem Tier halt vergessen. Über kleinere Distanzen klappt das mit Hunden beispielsweise, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich ein Pferd darüber bringen sollte. Es sei denn, ich baue so eine riesige Brücke für das Pferd. Eine Überseebrücke, hm? Das klingt so verrückt, dass es schon fast wieder gut ist. Boah, da drüben ist noch ein Wald. Nee, wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt zu blöd. Ich weiß, das ist ein relativ schlechter Punkt, aber ich werde hier irgendwo mir ein halbwegs sicheres Örtchen suchen und dann einmal speichern. Ja, keine Sorge, den Creeper-Kopf da oben habe ich schon gesehen. Ja. So. Und so. Ja, du kannst auch mal schön sterben gehen, du Arschloch. So, ich denke, hier können wir mal. Was war das? Nur eine Kuh. Hier können wir mal eben für eine Sekunde bleiben. Ja. Nächste Folge geht die Nachtwanderung weiter. Ich habe ja alles nur Wald vor mir. Das kann auf jeden Fall nur spaßig werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin, auf Wiedersehen.